Ja, hallo, spricht wieder der Rollatorman. Nach langer, langer Zeit muss ich mich wieder einmal melden. Und zwar möchte ich reden über alternative Medizin. Medizin darf man ja nicht sagen. Über alternative Substanzen, die was nicht erlaubt sind, aber die was trotzdem auf die Gesundheit und gegen die Krankheit wirken können. Mein Lieblingsprodukt ist das DMSO, Dimethylsulfoxid. Das ist ein Mittel, das ist leicht entzündungshemmend und hat die Eigenschaft, dass es ganz leicht, wenn man sie zum Beispiel auf der Haut einreibt, dass das ganz schnell durch die Haut durchdringt, ins Blutsystem wandert und sie dort verdaut. Das ist die erste Eigenschaft. Gute Eigenschaft. Die zweite gute Eigenschaft ist, sie nimmt auch Produkte mit. Wenn du zum Beispiel an Krämpfen leidest und du tust ein Magnesium dazu, dann ziehst du das Magnesium genauso schnell in die Haut rein. Der Nachteil ist aber, wenn du das DMSO auf die Haut aufdruckst und dann tust du die Hosen drüber und du hast dann blauen Zinnstoff, dann kann es sein, dass du die blaue Zinnstoff auch da eine Zeit und du hast da blaue Haut dann eine Zeit lang. Und alles, was in der Zinn drinnen ist, auch Giftstoffe, hast du dann auch drin. Das ist das DMSO. Das MMS, das ist das Chlordioxid, was der Donald Trump geschluckt hat, damit er seine Corona loskriegt. Ob es gegen Corona wirkt, kann ich nicht sagen. Ich weiß aber, dass das auf verschiedenen Ebenen wirkt. Und zwar, wenn man es genau nach Vorschrift einnimmt. Und die Vorschrift sind eben eine bestimmte Tropfenanzahl Salzsäure und eine bestimmte Tropfenanzahl vom Chlor. Das muss man mischen. Dann muss man das auf ein Glas Wasser auffüllen. Und dann muss man schluckweise trinken. Das wirkt am Magen und auf die Darmflora überhaupt nicht schädlich. Es fehlt nur ein bisschen. Das muss ich auch dazu sagen. Es stinkt halt noch Chlor. Aber das ist ein Produkt, das hat man ja schon das dritte Mal missbraucht. Das erste Mal gegen Corona. Einmal vorher noch hat man ja geschimpft über die Chlorhändler, die was da von Amerika reinkommen sollen. Weil es ja ein Desinfektionsmittel ist. Und jetzt wollen wir das mal trinken. Also das geht gar nicht. So glauben sie halt die Pharmaindustrie. Aber es funktioniert. Ich traue mir es nicht weitergeben. Die Technik, weil die Verantwortung zu groß ist. Weil wenn das wirklich einer trinkt, so wie er es nicht trinken soll, und dem stört es auf dabei, dann bin ich schuld. Also ich mache an mir selbst Versuche, ich weiß, dass es funktioniert. Und die anderen müssen selber Erfahrungen sammeln, aber nicht von mir. Das ist das eine. Das nächste ist das kolloidale Silber. Kolloidales Silber, ja, und zu dem DSO möchte ich auch noch was dazu sagen. Und zwar, wenn man das regelmäßig oder zeitlang einnimmt, dann dünstet der Körper einen guten Duft aus nach Schwefelwasserstoff. Das heißt, man fällt noch gefällte Eier. Das geht sogar so weit, dass ich vor ein paar Jahren in unserem Schwimmteich drinnen war und da ist unser Marion gekommen und die war ungefähr 10, 15 Meter von mir weg und hat gesagt, warum stinkt es denn da so nach faulen Eier? Dann habe ich müssen aufhören, nicht? Weil ich habe ja damals noch Leute massiert. Das hat nicht gut dazu gepasst. Ja, so zum kolloidalen Silber. Das kolloidale Silber hat man damals, wenn man es jetzt auch noch kriegt, weiß ich nicht, zu kaufen gekriegt in fast jeder besseren Drogerie, die was auf sich gehalten hat. Das war so immens teuer, dass obwohl es wirkt, das hat sich keiner leisten können. Jetzt habe ich mir gekauft das ganze Equipment dazu und habe es selber gemacht und bin drauf gekommen, das ist wirklich sehr arbeitsintensiv, aber
es kostet maximal 8 Euro pro Liter und das habe ich auch verlangt. Darum bin ich ja jetzt so starreich geworden. Also mehr star wie reich, aber das macht ja nichts. Ich habe mit dem kolloidalen Silber habe ich viel Leuten helfen können. Ja, aber ich habe es halt nur selber produziert und nicht gekauft. Ja, das war eigentlich alles über alternative Medikamente und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich gehe schlafen. Gute Nacht.